Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit Evil Engineers. Ich habe nach der letzten Aufnahme ein bisschen weiter gebaut. Und ich werde wahrscheinlich auch einen Großteil der Mauer dann offscreen bauen. Wir machen heute noch eine Folge Mauerbau, dann ab morgen was anderes. Also ab morgen ist gut, ab übermorgen. Ich glaube übermorgen doch. Ich habe noch so ein anderes Projekt geplant, weil ich dann wahrscheinlich ab morgen anfangen werde. Und deswegen machen wir mit dem Torhaus bin ich zumindest so ansatzweise fertig. Die Mauer auch. Ich habe auch hier hinten den Schranz am besten. Sehr gut. Hier ein bisschen dabei gegraben, dass es halt so ein bisschen besser aussieht. Das hier wird so ein Teil einer Garnison, würde ich sagen. Ich würde nämlich gerne, dass das ganze Stück quasi ab dem Block endet, eine Mauer. Aber drüber noch ein Stockwerk ist. Sozusagen als, weiß ich, so ein Wachhaus eventuell. Wie gesagt, der Garnison halt, wo die Stadtwachen drin wurden. So die Idee gewesen. Und das Torhaus an sich steht auch recht gut. Kommt noch ein Stockwerk drauf, ehrlich gesagt. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist schief. Das sieht man jetzt richtig gut. So, jedenfalls, hier kommt man rein. Muss ja noch Holzboden rein, sehe ich gerade. Und die Mauern werden begehbar sein, zumindest diese Seite. Weil sie hier halt eben in die, die Garnison reingeht. Und hier ist halt nicht, weil hier, wie man sieht, ist die Mauer so ein bisschen... Ich müsste eine Menge graben. Da hier, wie gesagt, keine große Lust drauf. Deswegen wird dann hier die Mauer auf der Etage gemacht werden. Ich werde auch diese Etage hier der Mauer wahrscheinlich aus den Holzwänden machen. Mir so überlegt. Mit Dach drauf, also keine offene Mauer, sondern so eine Stützurmauer. Sieht, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht aus. Ich würde dann gerne auch die Holzmauer nehmen, nach wie vor. Ich finde die... Holzmauer. Ich nehme jetzt auf Holzmauer. Die Holzdächer. Ich finde die nach wie vor am schönsten, aber das Problem ist einfach, dass man bei den Top-Sections nur ein einziges Teil hat. Bei den Rotmauern mehrere. Ist halt ein bisschen schade eigentlich, weil gerade Holzdächer waren im Mittelalter recht weit verbreitet, so Ziegeldächer nicht unbedingt. Also kommt auf, wo man guckt natürlich, aber das hier wäre eher so der Mittelalter-Rohstoff gewesen. So, okay. Vom Schatten ein bisschen abgelenkt. So, ich muss wie gesagt Boden rein. Wie viel habe ich denn eigentlich jetzt dabei? Gar keinen Sinn mehr. Wie gesagt, von hier wollte ich dann jetzt die Mauer an. Genau, hier soll die dran kommen. Unsere Stockwerke, wie gesagt, durch Stein. Dann haben wir da ein bisschen weiterklicken hier. Ja, noch ein bisschen graben. Aber der Server war gestern so ein bisschen, der war so ein bisschen stickig, der wollte nicht ganz. Alles recht lange immer geladen, wenn man Block platziert, da durfte man 10 Minuten warten. Bis er dann auch aufgetaucht ist. Das ist so das Problem, wenn der Server halt recht voll ist. Also mehr als zwei Leute drauf, das ist immer so eine Sache. So, hier kommt noch einer hin. Und dann wäre hier nämlich der Anfang der Garnison. Und dann mache ich dann wahrscheinlich hier dicht. Weil den Rest der Mauer muss man nicht begehen. Das soll wieder mit einer Menge Graben verbunden. Das passt also. Das Stück kann man dann auch so lassen. Sieht auch immer so schlecht aus. Stein reicht aber wahrscheinlich nicht dafür. Ja, der Chat ist sehr interessant. Ja, der Granul, der ist, glaube ich, nicht so der freundliche Spieler. Weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber der Gerti hat dir nämlich 15 Eisen und 15 Brot gegeben, was schon mal eine Menge ist, also Eisbarren. Überlegt, ein Eisenbarren sind 5 Eisenerz, wie lange man dafür graben muss. Hatte schon. Ne, und er dann, statt nett zu sein, dachte jetzt, geh. Ja, ist natürlich, wunderbar. So, das Stück muss noch weg. Muss ja noch ein bisschen was sammeln gehen für die, Zeit. Ich
Ich hab's auch gar nicht geguckt, wie lange ich hier schon aufnehme. Verdammt. Na komm, das ist dafür umzuspenden. So. Uhrzeit gucken. Ich glaube, ich nehme jetzt bestimmt schon irgendwie. So, 4-5 Minuten nehme ich bestimmt auf. So sagen wir mal. Ja, noch ungefähr 15 müsste reichen. Denn ist ja zwischendurch mein Claim-Log abgelaufen. Leider. Ich hätte wahrscheinlich auch die Burg selbst, also die wir umgebaut haben, quasi einfach nur als Vorburg nehmen, so als Festung, die draußen steht, und werde dann wahrscheinlich die Hauptburg hier oben drin bauen. War so die Idee. Ich glaube, in der nächsten Folge fangen wir mit einer Schmiede an, weil ich bräuchte mal ein bisschen was zum Werkzeug herstellen hier oben, wenn ich mal runden reisen muss. Dann wäre die Schmiede unser erstes richtiges Gebäude. Wie gesagt, den Rest der Mauer brauche ich wahrscheinlich so offscreen weiter, weil das ist doch eine Menge. Stein scheint sogar zu reichen. Einigermaßen. Was war das Gefühl? Ist die Musik irgendwie so ein bisschen leise? Das muss man mal nachgucken nach der Aufnahme. Dass sie nicht zu leise ist. So. Kann ich noch so eine Türrahmen eigentlich theoretisch? Da mal da unten, sehr schön. So. Aber das ist mal weggraben. Und ich muss auf jeden Fall noch am Ende der Folge einen Claim-Block hinsetzen. Bist du nicht? Gut, dann halt nicht. Das meine ich, hatte ich gestern wieder das gleiche Problem. Deswegen mache ich auch Mauern so gerne, weil normale Blöcke würden recht lange dauern. Also, was heißt recht lange? Ich wäre wahrscheinlich doppelt schnell fertig gewesen. Ups. Oh, also keine Sachen umhauen hier. Ne, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall mal einiges weniger Stein. Das sind, glaube ich, dann 6 Steine pro Block anstatt 12, also. Schreiben. So. Ein bisschen. Ja, aber ich sehe Gott schreiben, was ich das schreiben kann, aber kann man nicht wieder antworten.
Ja, ist eine Antwort, die ich da so groß drauf geben können wir eben eigentlich. Vielleicht mögen Russen einfach kein Brot. Kann ja sein. Vielleicht essen die lieber Kartoffeln. Ja, Stein reicht aber nicht. Wobei, oh, der reicht sogar genau. Perfekt sogar. War das Graben doch eine gute Idee. Das Problem ist, wir haben fast den kompletten Steinvorrat aus unserer Burg aufgebraucht. Dann nicht viel haben wir nicht mehr dran. Und der Bogen wird, glaube ich, immer noch nicht. Ja, ohne Stein ist natürlich logisch, ne? So. Ja, so, ein Block drunter. Den nehme ich mir ja gar nicht mehr. Den kann ich jetzt bauen. Sehr gut. Keine Sticks mehr, glaube ich jetzt, ne? Nee. So, dann steht das schon mal, dann kommt da noch die Mauer hin. Vielleicht kommen wir so schlecht aus. Du willst immer noch nicht. Du willst immer noch nicht, okay. Das nächste wäre dann erstmal Timber für das Torhaus. Was ich ja eigentlich heute fertig bauen wollte, aber anscheinend mich wieder ablenken lassen. So, wir haben natürlich oben noch genug Holz für Sticks auf jeden Fall. So. Sehr gut, der ist schön hoch. Ist auch schon, nehmen wir die beiden am besten. Oh, komm, kipp um. Die Richtung bitte. Oh, fast richtig. So, die kann erstmal weg. Okay, das war ein sehr merkwürdiger Leck. Sehr gut zu wissen. Übrigens, wie ich durch den Fichterli herausgefunden habe, kann man die anscheinend auch als Sticks benutzen. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich habe die mal weggeworfen. Aber das ist definitiv sehr gut zu wissen. Timber. So, muss dann auch erstmal. Ne, ich glaube, für den Boden reicht das nicht. Wäre zumindest recht knapp, denke ich mal. Machen wir komplett Boden rein. Ich meine, hier bei der Burg mache ich persönlich keine Holztöne rein, weil das ehrlich gesagt einfach den Preis nicht wert wäre. Die restlichen Gebäude, die wir bauen, auch die Schmiede, alle Gebäude im Dorf werden Haustöne haben. Aber in hier drin wird eh nichts gelagert, das ist eigentlich nur ein leerstehendes Gebäude. Soll nur von außen gut aussehen. Deswegen müssen hier eigentlich keine Türen drin. Auch der Claimblock ist hier nicht drin. Wobei ich bei der Garnison am besten Tür reinbaue tatsächlich. Da wäre es, glaube ich, effizient. So, auf jeden Fall mal einen Holzboden. Ich greife das Stück hier. So, da kommt noch hin. Kann auch jemand runterlaufen. Sehr schön. Dahin. Dahin. Das sind alle eckigen. Na, wo passt du ran? Jetzt bist du da ran. Okay, hab ich nicht drauf gepasst. So. So. Und dann noch hier die beiden Ecken. So, passt doch schon mal. Dürfte vom Thema eventuell knapp werden. Das reicht, glaube ich, nicht.
So. Ich denke mal, wir brauchen im Grunde genommen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Okay, wie auch immer das jetzt ist, keine Ahnung. Also hier ist gerade mit der Aufnahme so ein bisschen problematisch. Die Aufnahme leider ein bisschen kurz, tut mir leid dafür, wenn es so Probleme gibt, die muss man einigermaßen fixen. Wir waren bei mindestens 15, 16 Minuten bei der Aufnahme. Müsste eigentlich ganz gut reichen. Mit dem Bauen ist eventuell. Zu, ne? Leck, ich glaube, wir haben mit MG geschrieben, ne? Naja. Was soll das? Ah, da ist der Russe, oder? Kann sein, hört den Leck. Das hat er noch nicht gebaut. Ich glaube, das Holz reicht doch. Sieht gut aus. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr Timber sammeln für die Wände. Hier vorne und für den kompletten Boden einmal durch, bis nach hinten. Das ist natürlich auch eine Menge. Ja, würde ich mal sagen. Mal zwei Banner-Mods ausprobieren. Das eine fügt alle möglichen Mittelalter durch den Kreuze rein, also so orthodoxe Kreuze, generelle Kreuze. Ich glaube sogar das von dem Teutonischen Orden, glaube ich, ist auch dabei. Im Deutschen Orden. Und normale mittelalterliche Symbole. Ich wollte mal testen, ob das Multiplayer funktioniert. Banner-Mods dürften eigentlich keine Probleme auslösen. Ich weiß, dass Block-Mods nicht funktionieren. Also alles, was Block hinzufügt, funktioniert im Multiplayer überhaupt nicht. Bei anderen Leuten schon, bei mir anscheinend nie. Und das wäre halt ein recht interessanter Mod, finde ich. Der ist noch drauf, der Gerti, oder hat er verlassen? Ne, der ist noch drauf. Okay, gut zu wissen. So, die Wände stehen jetzt erstmal alle. Also, die Wände, der Boden. Jetzt kommt noch ein Stockwerk eventuell drauf. Oder? Ich meine, schlecht wäre es ja nicht eigentlich, ne? Aber wo wollen wir die Treppe nach oben? Das wäre interessant zu wissen, wo wollen wir am besten die Treppe hin? Wir könnten die hier hin bauen, das nehmen wir der Treppe dann hier. Könnten eins der Fenster abschaffen, das hier zum Beispiel könnte man sorgen. Wenn wir dann im Grunde genommen hin auf das Fenster, das geht ja auch noch. Da muss man dann mal gucken. Aber ich denke mal. Ich mag die Form übrigens davon. Wenn andere Mods klappen würden, hätte ich ehrlich gesagt noch zwei. Ich glaube zwei. Ja, zwei Mods, die ich noch einfügen würde. Aber die funktionieren leider nicht, wie gesagt. Hier kommt noch ein Tor hin, das dürfen wir nicht vergessen beim nächsten Mal.
Mal ein bisschen Eisenfeuer versammeln. Und natürlich ein kleines Gebäude für den Claim-Block. Eventuell hier direkt dran bauen. Wäre eine Möglichkeit. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ein bisschen kürzer, aber müssen wir neu starten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video übermorgen. Zumindest beim nächsten Let's Play-Video übermorgen. Und bis dann.